schön stehen. Ich habe jetzt ein bisschen Respekt, ein bisschen Angst. Hier haben wir den Spielplatz. Da ist der schöne Basaltsteinbruch. Alter, das ist natürlich echt, ich bin so ein bisschen, hier geht's nach oben. Okay, Leute, einmal durch den Bagger durch. So, wir hatten ja eben diesen dramatischen Zwischenfall. Da hat es den Motor ein bisschen zerrissen und zwar... So, jetzt wird die Kartoffel fliegen gelassen, also sagt man FG. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ich stehe hier am Parkplatz in Mülheim-Kärlich. Ja, und warte auf die zwei besten FPV-Piloten aus dem süddeutschen Raum, oder zumindest einer aus dem süddeutschen Raum und einer aus dem Rhein-Main-Raum, und zwar den Johannes und den Till. Die komme ich heute besuchen und wollen mir mal FPV-Fliegen schmackhaft machen. Und dazu habe ich eine ganz besondere Location ausgesucht. Ich hoffe, dass das klappt, und zwar ein alter Basaltsteinbruch. Da habe ich extra nachgefragt, ob wir da fliegen dürfen. Bekannter von mir, die Firma Mendiger Basalt, der Rainer Grings, hat das möglich gemacht. Ich hoffe, da kommen wir rein. Wenn nicht, habe ich aber auch noch eine Backup-Lösung. Die sind auf jeden Fall auf dem Weg hierhin. Ich habe natürlich auch meine Mini 3 Pro dabei, weil ich werde sicherlich auch ein paar cinematische Aufnahmen machen und bin mal gespannt, wie FPV-Fliegen ist. Und zwar mit der DJI Avata gehe ich mal von aus, weil alles andere wäre bei mir Blödsinn. Aber ich hoffe, dass die ein paar schöne, richtig geile Aufnahmen zusammenschustern, die dann auch natürlich hier im Vlog zu sehen sein werden. Jetzt sind die gerade im Anmarsch. Ich glaube, da hinten kommt schon auch ein Auto um die Ecke. Ja, hier sind sie, ne? Der beste FPV-Pilot aus dem Raum Rhein-Main. Till, grüß dich. Und natürlich der allerbeste aus dem süddeutschen Raum, Chiemsee. Johannes, yeah. Ja, da komm ab, packen wir rein und dann Wetter wird auch besser. Also los geht's, ab nach Obermännlich in den Steinbruch. So, die Jungs haben Späßchen, weil ich kann euch gerne mal drehen. Hier haben wir den Spielplatz. Da ist der schöne Basaltsteinbruch und ich glaube, da geht was, oder? Da geht was. Da geht einiges. Ich ärgere mich fast, dass ich keinen 5-Zöller habe. Ja. Aber ich hoffe natürlich auch, und auch der Rainer, der uns das hier ermöglicht hat, hier von Mendiger Basalt, hofft natürlich auf ein paar spektakuläre Aufnahmen. Aber ich glaube, da geht was. So, wir werden jetzt mal die Jungs in ihren Vorbereitungen ein bisschen begleiten hier. Was fliegen wir denn zuerst? Eine DJI Avata. Ah, DJI Avata, okay. Hier ist auch relativ windstill. Unten drin. Ja, hier unten, ja. Oben muss ein bisschen aufpassen. Ich werde euch jetzt einfach jetzt mal das ein bisschen Material von den Jungs einblenden, das sie mir hoffentlich dann zur Verfügung gestellt haben. Mit natürlich.
Ich habe jetzt ein bisschen Respekt, ein bisschen Angst, aber wie gesagt, ich weiß ja, dass die Avatar in der Noob Edition sozusagen einigermaßen zu fliegen ist, gehe ich mal von aus. Ich nehme an, die wird dann wie eine normale Drohne zu fliegen sein, oder? Sehr ähnlich. Gut, okay, wir werden es einfach jetzt mal ausprobieren. Ich werde aber auch keine Totalinstanz jetzt hier versuchen. Ich fliege einfach mal hier so in die Richtung und so ganz gemütlich. Ja, einfach mal so durch so Löcher durch. Ja, so große, ganz große Löcher. Aber ich muss ja auch dann hier so ein Ding anziehen da, ne? Genau, musst die Brille aufsetzen. So, okay. Schaut aber mal die Drohne an. Sieht schon mal gut aus, also durchaus, ja, ich kann zumindest sehen. Hast du eine Sehstärke? Das geht fast okay, ja, ein bisschen. Wo kann man das denn verstellen? Du hast hier unten hast du so Drehknöpfe. Wo geht das? Da? Die da? Ja. Wenn du die drehst, kannst du deine Dioptrien verstellen. Und du kannst sie auch nach außen und nach innen schieben, um deine interpupillare Distanz. Ja, das geht schon klar. Also, rechtes Auge, das sieht doch schon ganz gut, verhältnismäßig scharf aus. So, und jetzt? So, haben wir hier den Controller. Ich habe jetzt auf der linken Seite mit dem Daumen die Feder nicht drin. Das heißt, du musst halt nach Gefühl so ein bisschen in die Mitte stellen, wenn du nur hovern willst. Sobald du nach unten gehst, sinkt die Drohne nach unten. Ja. Und wenn du nach oben gehst, gibst du halt Gas nach oben. Also keine Feder für mich zum Loslassen. Genau. Okay. Was wichtig ist für dich, die allerwichtigste Taste ist die hier oben, die Schultertaste. Ja. Das ist eine Pause-Taste. Okay. Sobald du die drückst, nimmt sie dir die Kontrolle weg und bleibt einfach stehen. Das macht sie auch bei voller Fahrt. Also ist so eine richtige Notbremse. Okay. Ich schalte jetzt bei dir mal in den Normalmodus. Ja. Das ist der langsamste. Und wie bei einer DJI jetzt einfach mal. Was ist das hier für eine Taste? Damit kannst du die Kamera nach oben und nach unten bewegen. Okay, ja, dann machen wir jetzt mal nichts erstmal. So, beide Sticks nach unten Mitte im DJI-Style. So, loslassen. Geht schon los. So, rechts, links. Mit hier kannst du nach rechter Daumen, rechts ist die Rollbewegung, rechts, links. Okay, da bin ich. Ja, hast du das Ding am Aufnehmen jetzt? Ah, ja, nimmt von alleine auf. Alter, das ist natürlich echt, ich bin so ein bisschen, hebe jetzt nach oben. Okay, dann sind wir mal ganz safe, Leute. Und fliegen jetzt mal, damit fliege ich nach vorne, ne? Alter, ey. Geil ist das schon, ne? Also. Ich befürchte ja fast, dass ich hier. Oh, da hinten ist auch geil, ne? Gerade sein erster Flug mit FPV. Ja, aber wie gesagt, ich lasse es schön langsam angehen. Da ist ja auch Wasser, aber das sieht cool. Oh, das sieht cool aus. Jetzt muss ich aber auch gleich mal mit der Mini nochmal fliegen. Das Wasser war nämlich letztes Mal nicht der Fall, nicht da. Und wo gebe ich. Das ist jetzt die maximale Geschwindigkeit, ne, die ich habe. Im Normalmodus ja. Ja, ja, ist okay. Das ist für mich, ich bin gesagt, wir wollen ja nicht übertreiben. Das Ding kostet ja auch mal ein paar tausend Euro, ne? Oder insgesamt fast 2000, ne? Nö. Aktuelle Preise sind 1200. Guck mal, da unten steht der. Und dann kommen wir ein bisschen tiefer und fliegen wir mal über den Kopf drüber und zack! Mach mal die Pause-Taste. Pause-Taste? Genau, so. Sportmode? Okay. Jetzt bist du im Sportmodus. Ja, versuch mal ein bisschen schneller, jetzt ne? Jetzt geht's alles das gleiche, nur flotter. Oh, ich befürchte, ich hab da Bock drauf. Mit der Brille fliegen kannst. Ja, das habe ich auch schon gehört, aber gut, das ist natürlich Quatsch, wenn man sowas hier machen kann, ne? Und da kommt er wieder und es fängt an zu fucking regnen, aber nicht so, ist das noch problematisch schon, ne? Solange du siehst, ist alles gut.
einmal durch den Bagger durch. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Mal gucken. Schön langsam, Frankie. Also da, wo das Kreuz ist, fliegt das Ding auch durch, ne? Ja, so in etwa. So in etwa. Okay, dann fliegen wir da mal durch. Ah! Geil. Okay, das war jetzt nicht Highspeed, aber... Okay, da fliegen wir noch mal eine Runde, weil da kommen schon ein paar Regentropfen drauf. Ich nehme mal ein bisschen, was halten die schon aus, oder? Ja. Fliegen wir einfach noch mal hier schön durch den Grand Canyon hier. Und, okay. Ich glaube, ich muss für Washington so ein Ding haben. Boah, das sieht schon gut aus. Zack. Ich bin jetzt über uns hier gerade. Hoch. Okay. Warum gucke ich eigentlich Richtung Auto? So, wenn ich jetzt landen will, wie mache ich das? Einfach stehen bleiben. Ja. Ein bisschen tiefer. Ja. Ah, du hast es schon geschnappt. Da ist super. So. Also, ich muss schon sagen. Schon ein anderes Drohne fliegen, ne? Ja, gut, das macht halt schon Spaß. Ne? Also, das ist jetzt auch der Einfachmodus. Ne? Für das andere musst du wahrscheinlich für richtig spektakulär musst du schon ein bisschen üben. Ne? Aber ja, für einen, der gern Drohne fliegt, ist das aber auch schon ganz nett, ne? Muss man sagen. Was du halt noch jetzt kannst, ist in Kombination mit Brille und Avatar zum Beispiel, es gibt noch einen Modus, da schaltest du das Head-Tracking an. Das heißt, die Drohne dreht sich und fliegt dorthin, wie du auch deinen Kopf bewegst. Und zwar unabhängig von dem, was du mit den Steuerknüppeln dann auch steuerst. Es gibt auch noch diesen Kombi-Stick da, ne? Den gibt es ja, auch genau. Noch. Ne? Der ist standardmäßig dabei. Ja. Sehr schön. Das Rest überlasse ich jetzt aber den Profis und ich mache gleich mal die Mini, wenn es hoffentlich auf. Ja, das wird viel Regen, wird das nicht geben. Mal die Mini 3 Pro auch mal klar, damit er mal einen schönen Überblick hier über das Gelände bekommt und nicht hier diese ganzen Action-Szenen hier. Thank you.
Und mach auch mal die Mini 3 Pro kurz mal klar, weil wenn die Gelegenheit will ich dann schon noch nutzen, dass ich auch einmal hier ein bisschen fliege. Ja, und da melde ich mich aus dem Off. Leider habe ich vergessen, bei dem Screen Recording das USB-C-Mikrofon in die richtige USB-Buchse zu machen. Ich habe es in der Ladebuchse gehabt, nicht in der Host-Buchse. Und deswegen gibt es ein kleines Voice-Over. Das Screen Recording wäre viel, viel länger gewesen und viel, viel lustiger, weil da sind ganz viele Dinge passiert. Und unter anderem ist eine Avata abgestürzt hinter mir und ich habe ein bisschen kommentiert, wie ich hier durch den Steinbruch fliege. Übrigens nochmal hier ein kleiner Überblick über den Steinbruch Mendiger Basalt in Obermendig. Nochmal danke an den Rainer, dass ich da fliegen durfte. Das ist sehr nett von ihm und das war richtig cool, auch mit der Mini 3 Pro da zu fliegen, nicht nur mit der Avata, wobei die Avata mir schon ein bisschen Spaß gemacht hat. Aber ihr seht auch hier, die Mini 3 Pro hat ein paar ganz coole Aufnahmen am Start. Ich bin dann auch nachher noch mit der Mini 3 Pro auch durch so einen Bagger durchgeflogen. Natürlich ein bisschen langsamer wie, wie die anderen. Auch hier so ein bisschen an den LKWs vorbei. Hier kommt der Bagger. Da bin ich dann durchgeflogen. Das war verhältnismäßig einfach. Da gibt es aber noch ein extra Video zu. Da mache ich nochmal ein Hashtag Fliegen mit Frankie in dem Steinbruch mit dem Tripod-Mode und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch ein Interview mit dem Till geführt und mit dem Johannes. Das haben wir aber dann doch auf dem Pocket auch noch aufgenommen. Also ein paar Gespräche. Und ich bin auch nochmal DJI FPV geflogen, die Kartoffel, die große, und jetzt geht's weiter mit dem Vlog. So, wir hatten ja eben diesen dramatischen Zwischenfall. Ich meine, die Jungs, die waren total cool. Ne? Also ich habe das noch nie miterlebt. Und du weißt ja, Dramatik bei Drohnen kenne ich ja von früher noch. Aber hier, guck mal, ich drehe euch mal. Ja, ich drehe euch mal, wenn mein Finger funktioniert. So, da hat es den Motor ein bisschen zerrissen. Und zwar irgendwie hat sich da eine Schraube gelöst, ne? Oder wie war das? Ja. Da oben sollte er mit 3 Schrauben fixiert sein. Genau.
Und er ist unten irgendwo dagegen gekommen, hat sich gesperrt und dann hat die Kraft die Motorschrauben hier abgerissen. Übrigens, so sehen die Drohnen, das ist ganz normal, wenn man FPV-Drohnen hat, dass die so ein bisschen angedutscht aussehen. Guck mal da. Johannes hat mir auch versichert, dass er schon ziemlich viel irgendwo gegen damit geflogen ist. Das ist ziemlich gut. Was kostet jetzt die Reparatur? Nochmal so rein Interesse halber. Also Motor rechnest du ungefähr mit $16. Ah, okay. Plus Versand. Und Lötzinn und Co. kannst du eigentlich nicht berechnen. Naja, das ist klar, aber... Insgesamt mit zerlegen, weil damit du hier an die Kabel rankommst. Aber du würdest schon sagen, dass die ganz gut reparierbar ist, die Avata, oder? Komplett. Ja, die ist komplett. Ne? Kannst du alles austauschen? Alles, ja. Das Teuerste, was du so mit austauschen kannst, was kaputt gehen könnte, wäre vorne die Kamera. Und die Kameramodule liegen, glaube ich, bei $90. Also wenn du die irgendwie komplett schrottest, wäre ein bisschen schade. Aber wenn du jetzt DJI Care hast, dann würde beim Totalschaden, würdest du wie viel bezahlen? Beim ersten Mal, glaube ich, 100, muss man auf der Webseite noch das geht aber auch, 100 ne? dazu und dann sind es, glaube ich, 250 oder so. Würde ich sowieso, also DJI Care macht immer Sinn, zumindest mal für ein Jahr. Ja, wir unterhalten uns gerade über die Rückversicherung, die Avata natürlich hat, ne? Und was natürlich auch DJI intelligenterweise auch eingebaut hat, sonst hätten die wahrscheinlich alle zwei Wochen müssen die Drohnen durch die Gegend schicken. Ne? Und DJI Care, würde ich sagen, macht hier definitiv mal Sinn, oder? Gerade bei der Avata, weil da kostet 50 Euro. Ja, eben. DJI, also da braucht man nicht nachdenken. Naja, deswegen. Aber wie gesagt, ich habe noch nie FPV geflogen, außer bei Till, glaube ich, mal irgendwo, wo war es, im Vloggerhaus oder so, mit so einem kleinen Mistding da. Ja, genau. Ja, okay, da war ja was anderes. Aber das war jetzt nicht wirklich so schwer für einen, der Drohne fliegt. Ein bisschen ungewohnt, weil man es einfach sieht, ne, direkt, ne? Aber cool, also wirklich cool. Und wenn du dir eine DJI kaufst, die Goggles, die da dabei sind, die kannst du an deinem Handy anschließen ganz... und die haben einen Simulator, da kannst du die Avata erstmal am Handy fliegen, aber mit Brille auf dem Kopf. Ja, genau, Simulator musst du eh machen. Ne? Wie gesagt, ich würde mal fast sagen, dass ich mir mal nicht jetzt direkt eine kaufe. Aber halt dann nächste Woche. Aber nur in Washington ohne Mehrwertsteuer, im Dollarpreis, ne? Und dann mal ums Kapitol fliegen. Nein, natürlich nicht, aber ich habe schon geguckt, auch in Washington selber ist natürlich auch wieder schwierig zu fliegen, aber da ist ja ganz, ganz viel Land auch und Strand und alles und ich glaube, da findet sich schon ein bisschen was, wo man mit fliegen kann. So, jetzt wird die Kartoffel fliegen gelassen, also sagt man FPV Potato FPV Flying und die Kartoffel ist, habe ich mir sagen lassen, die DJI FPV. Die Kartoffel halt. Ja, aber die Form hier so. Hat auch extreme, ja doch, so eine fliegende Kartoffel. Da müssen Sie sich beim Namen nichts einfallen lassen. Das Ding heißt DJI FPV. Also ich muss ja schon sagen, wenn ich jetzt hier in meinen Kofferraum gucke, ne, dann schließe ich ihn einfach gleich ab und dann ist gut. Ja, guck mal rein hier. Ja. Komm, red euch mal hier. So, ja, das ist schon ganz schön viel Zeugs.
Ja, jetzt bin ich auch noch die Kartoffel geflogen. Wenn ihr da so ein paar ganz spektakuläre Bilder seht, die sind dann von mir. Aber es macht schon Spaß. Also ich denke zumindest mal in entfernter Zukunft darüber nach, mich mal da mit zu beschäftigen. So, wir werden jetzt den Vlog hier beenden, weil wir jetzt ganz gemütlich nach Mülheim fahren und dann beziehen die Jungs mal ihr Hotelzimmer und danach werden wir uns ins Brauhaus setzen und Schnitzel, Bier und einen wunderbaren YouTube- und Technik-Talk halten. Und wieder ein bisschen, wie soll man sagen, ne? Ein bisschen hetzen. Hetzen können wir ganz besonders gut, Till, oder? Immer. Und ja, und dann geht es morgen in einem anderen Video, geht es morgen in die Eifel zum Holger. Der Holger ist nämlich in Deutschland und da müssen wir fast an die belgische Grenze, müssen sogar, glaube ich, nach Belgien rein. Da wollen wir mit so einem Railbike fahren und nachher in Monschau ein bisschen rumlaufen und auch eine Pizza essen. Also das sollte auch einen schönen Vlog geben und dann seht ihr den Holger mal wieder live und in Farbe. Also Leute, während Johannes hier noch in sich versunken ist, ja, der schaut sich den Flug an. Sagen wir tschö. Pass auf.